Also diese ersten Videos aus der Schulturnhalle, das war so die erste Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Und man vergisst dann manchmal, wo er eigentlich herkam und was aus ihm geworden ist. Ich glaube, der Film hat das wirklich sehr, sehr gut dargestellt. Und man sieht auch, wie er gearbeitet hat, was er auch für ein Umfeld hatte. Und das war einfach ein ganz großer Bestandteil, ein ganz wichtiger Bestandteil in seinem Leben, aber auch in seiner Karriere. Ja, Alex, erste ganz einfache Frage zum Film. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Es war sehr schön zu sehen, was Dirk da geschafft hat und die ganze Produktion. Und bin froh, dass so ein Film rausgekommen ist, so eine Doku. Du hast einige von diesen Szenen in Würzburg, wo er nun mal herkommt, hast du sicherlich auch selber miterlebt. Hast du da was wiedererkennen können in dem Film? Auf jeden Fall. Die Trainingshalle in Würzburg, die Stadt natürlich, ein paar Bars, die sie gezeigt haben, wo sie gefeiert haben, die Meisterschaft von Dirk. Und es waren natürlich sehr schöne, auch emotionale Gefühle, die da hochgekommen sind aus meiner Würzburger Zeit. Und es war schön, sowas zu sehen.